Wow, wo sind wir denn? Willkommen in der Tiefe, willkommen im nächsten Level, willkommen bei 40 Faden. Wir sind umgeben von einer riesigen, dunklen Wassermasse. Und die Haie werden sich ganz schnell auf unsere Fährte begeben. Denn die haben Hunger. Und das Einzige, was man hier an dieser Stelle, in diesem Level tun kann, ist diesen Fässern und Kisten folgen, die auf der Erde verstreut sind, denn die weisen einen Weg. Wenn man das erste Mal in diesem Level ist und man ist mitten von dunklen Wassermassen umgeben, hat man erstmal keine Chance und wird, ich behaupte mal, zu 100% ertrinken. Ja, willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider 2. Wir sind im Level, das heißt 40 Faden. Faden ist eine alte Einheit, eine nautische Einheit für Tiefenmessung. Und zwar so ein Faden ist, ich habe mich mal ganz schlau gemacht und verliere hoffentlich nicht den Weg. Ein Faden ist so gute 2 Meter, wenn man es aufrundet. Und wir müssen uns beeilen. Denn hier kommen ganz schnell Haie, die sich auf unsere Fährte begeben. Hier irgendwo war ein Hebel, glaube ich. Ja. Yeah. Mach schneller, ich will nicht gebissen werden. So, und das war hier oben. Das war nicht hier oben. Oh oh. Ihr hört schon Laras Herzschlag. Scheiße. Das war so klar, dass ich es nicht gleich finde. Das war so klar. Scheiße, ich muss Luft holen. Wow! Hi, Chucky. Oh, dein Kumpel hast du auch mitgebracht. Schnell, Lara, hol Luft, hol Luft, hol Luft. Okay. Komm, das schaffen wir jetzt ohne Speichern. Hi. Hier irgendwo ist eine Luke in der Decke, die ich jetzt aufgemacht habe. Wäre nicht schlecht, wenn wir die finden, oder? Du brauchst gar nicht so schnappen, du blöder Hai. Nein, das muss hier hinten gewesen sein. Komm schon. Die erste Schwierigkeit dieses Levels. Ah nein, im Boden. Na okay, dann konnte ich es ja nicht finden. Gut, das war schon mal die erste Hürde, hier reinzukommen. Gerade wenn man das Level nicht kennt. Okay, ich kenn's ja. Aber dann hier diese Luke zu finden, den Schalter und erstmal wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Denn wir sind jetzt in einer Art umgestürzten U-Boot, was hier am Meeresgrund liegt. Und holen erstmal Luft. Begutachten unseren neuen schicken Taucheranzug. Ich finde ihn ganz cool. Und speichern erstmal. Denn das war ein gutes Stück, was wir gerade gemacht haben. Speichern mal auf einem neuen Slot. Okay. Wir kommen bei 40 Faden. Finde ich ganz cool, das Level. Und wie gesagt, neues Outfit ist ganz cool, wenn man die ganze Zeit in denselben Klamotten rumgerannt ist. Und wir gucken mal gleich. Ich weiß, hier unten muss ich nicht hin. Aber hier könnte ja was liegen. Was haben wir denn hier? Oh. Muss ich hier doch hin. Und was war denn da oben noch? Denn wir wollen ja... Wir haben ja immer noch die Wunschvorstellung, alle Secrets zu kriegen. Und in dem Level habe ich die alle damals gefunden. Das finde ich auch diesmal wieder. Und ich würde behaupten... Hier oben wäre eins. Hier gibt es nämlich so eine Falle, wo sie einen direkten Secret präsentieren. Und wenn man es verkackt, fällt man direkt in einen Abgrund. Komme ich da gar nicht hoch? Doch, na klar. Ich muss es anders anstellen. Okay, ganz gechillt. Nein, darüber. Nein, wir sind nass genug. Laras fettige Haare sind gewaschen worden. Wie mache ich das? Da komme ich echt nicht rüber. Geh mal hier runter, geht das? Komm schon. Runter, runter, runter. Es geht nicht. Wollt ihr mir echt erzählen? Ich komme hier so nicht rüber. Mohahaha. Ich frage mich, ob das so gedacht war. Und hier ist nämlich die Falle. Erstmal. Ihn killen. Das war nicht die Falle. So. Schrotmunition. Und ich höre schon wieder Platschen, das ist unter uns. Hier seht ihr nämlich diese Luke. Wenn man geil sabbernd auf diese Secrets zurennt, fällt man nämlich hier runter.
Aber wenn man das weiß, kann man ganz cool einfach drumherum laufen. Diling! Das war awesome. Ich frage mich, muss ich jetzt zu der Luke hier? Nö, ich gehe jetzt mal hier hoch und tauche mal da hinten. Würde mich auch interessieren, was da noch ist. Jo. Speichern. So. Gucken wir mal. Was ist hier? Gab es mehrere Wege, die man nehmen konnte? Kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern. Ah, lass mich raten. Ah, ein Schalter, der uns die ganze Springaktion leichter gemacht hätte. Jupp. Der Wasserstand wurde verändert. Wow. Ja, hier ist gar kein Wasser mehr. Und ich frage mich, was ich mich sowieso frage, abgesehen davon, sagen wir mal, wir haben jetzt gerade die Luken des U-Boots zugemacht und das Wasser nach außen abgedrückt. Okay. Aber ist es logisch, mal die Kenner unter euch, ich weiß es nicht, ist es logisch, wenn so ein U-Boot unter Wasser irgendwo auf dem Meeresgrund liegt, dass es dort Räume gibt, in denen die Luft, in dem kein Wasser im U-Boot ist, also wo man, wo ich hier reinkomme und dann auf die Kiste geklettert bin. Ist sowas überhaupt physikalisch möglich oder müsste eigentlich alles geflutet sein? Die Kenner unter euch schreiben mir das einfach mal in die Comments und ich speichere währenddessen. Und jetzt lassen wir uns mal runterfallen, aber ich wollte doch eigentlich die Uzis benutzen. Was? Ja, na klar, der schießt durch die Wand. Ist klar, mein Junge. Wow. Irgendwo läuft hier noch einer. Plansche, plansche, plansche. Da. Genug geplanscht. Nicht mit mir. Ehe. So, wo war die Dingens? Nein. Obwohl, doch. Ja, so ist gut. Jo. So, jetzt klettern wir mal. Jetzt müssen wir hier ein bisschen kraxeln. Ach ja, hier rutsche ich ja nur runter. Machen wir trotzdem mal. Denn ich will hier irgendwie hoch. Und das kriegen wir doch gebacken. So, und jetzt? Und jetzt, und jetzt? Muss ich da hinten rüber? Hier gibt's nicht viel, wir müssen hier so ein bisschen hochkommen. Ich guck gerade, was passiert, wenn ich... Bringt mir das irgendwas, hier rauf zu klettern? Und dann da rüber zu springen, geht das? Nein, das geht nicht. Tropf, Tropf, Tropf. Gehen wir erstmal hier rauf. So. Umdrehen. Ja, so geht das. Getcha. Tropf, Tropf, Tropf. Nein. Sinnloses Runtergespringe. Das ist lustig. Denn wir sind in einem U-Boot und es rostet die Scheiße weg. Das ist der scheiße Rock. Rost Blues. So. Genau. Und das war's ja auch schon. Du kannst mich mal raumen. Ich gehe weiter. Und ich speichere. Denn so geht's weiter. Und man kratzt sich lässig die Eier. Was habe ich denn da entdeckt? War das ein Secret? War das ein Secret? War das ein Secret? Habe ich was geöffnet? Kriege ich jetzt eine Belohnung? Sind wir schon da? Nein, das war sogar wichtig, glaube ich. Das hat sich hier, glaube ich, gerade geöffnet. Oder auch nicht. Gucken wir mal. So schwer und so groß ist dieses Level nicht. Oh, wow. Hi, hi. Ah, sehr gut. Ja, das war für das Secret. Da wette ich meinen und Laras Polygonarsch drauf. Schnell, schnell, schnell.
Wunderbar, schon das. Ich glaube, das war schon das, was am schwersten zu finden war in dem Spiel. Ich meine, das erste kann man verkacken, wenn man gierig drauf zurennt. Aber für dieses Level war das das Schwierigste, weil man den Hebel wieder in der Wand entdecken musste. Ganz ähnlich wie bei Bartolis Versteck. Aber wir haben es gepackt. Wir speichern aus frohlockender Freude. So, fehlt ja nur noch ein Secret. Ich glaube, hier gab es ja eine ganz nette Belohnung. Wo die eigentlich immer nett sind. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Und rechnen hinter jeder Tür mit Feinden. Was ist hier? Also im Grunde erinnere ich mich noch an das meiste hier. Wenn ich es spiele jetzt. Ich habe es nicht vorgespielt, das Level hier. Aber ihr seht, das geht gut voran. Die Erinnerung und alles trägt sich noch ganz gut. So, jetzt habe ich wieder irgendwo eine Tür geöffnet. Die Frage ist jetzt, wo? Wo geht's hier lang? Das ist im Grunde so ein großer Raum hier, wo man immer im Kreis laufen kann. Ja, das war die richtige Tür. Für einen Hebel. Ich glaube, das ging auf Zeit, deshalb speichere jetzt nochmal. Hier war irgendwo... Jo! Oh fuck, hoffentlich finde ich das jetzt so schnell. Weil ich bin da noch nicht mal lang gegangen, wo das Feuer ist. Schneller! Schneller, Lara! Sonst kriegt das U-Boot einen Herzinfarkt. War das da? Ja. Und... Hep! Das hat wieder irgendwo eine Tür geöffnet. Das ist ein Hin und Her hier. Wo ist der Sesam, der sich geöffnet hat? Bup. Bup. Das U-Boot ist lebt. Hey, coole Kamera. Ah, das da war, oder? Ey, wenn es das jetzt echt ist, dann bin ich hier echt gut gerade im Türen finden. Nein, hier waren wir schon. Oder? Sieht alles so gleich aus. Das war das Richtige. Jetzt muss ich ganz schnell sein und nehme, glaube ich, den falschen Weg. Oh oh. Scheiße. An den Dingern bleibt man hängen. Das ist so zum Kotzen. Der andere Hebel war hier hinten. Mal eine kleine Abkürzung wenigstens nehmen. Der war hier, oder? Oh Gott. Nein, war er nicht. Okay, das ist nur eine Orientierungssache hier. Ihr merkt, ich habe zwei Hebel. Der eine macht die Flammen aus, der andere macht die Flammen aus. Und man muss sich echt orientieren, weil es sieht echt alles gleich aus. Das ist wirklich so. So, was war hier? Hier war Secret, oder? Ja, okay. Ist nicht mehr für Interesse von uns. Hau ab, du blöder Barsch. Zackenbarsch, oder was auch immer du bist. So. Hier ist einer von den Hebeln. Der macht die vorderen, glaube ich, aus. Nee, der war der hintere. Okay, beim Secret. Merken. Und jetzt müssen wir ganz schnell zu dem anderen Hebel und ich versuche mal hier so kreuz und quer zu laufen und diesmal in die richtige Richtung zu rennen. Das ist hoffentlich jetzt nicht hier. Okay, dann jetzt aber hier links. Wow! Na, nicht ganz, aber...